Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Gott ist größer. Und das erleben wir in letzter Zeit verstärkt, wenn wir hinausfahren in die Städte, um Gottesdienste zu halten. Er ist größer als deine Krankheit. Er ist größer als deine Sorgen und Nöte. Und er ist größer als deine Herausforderungen, die du hast. Hoffnung um 12. Ja, wir wollen dich auch heute wieder ermutigen. Heute, dass du andere ermutigt, sei ein Hoffnungsträger. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Ja, sei ein Hoffnungsträger. Ich möchte dich heute ermutigen, andere zu ermutigen. Wir tun das sehr gerne, aber ich glaube, das ist eigentlich für jeden Christ eine Aufgabe. Und sei ein Hoffnungsträger wirklich und klinke dich nicht ein in die Klagen deiner Mitmenschen. Oh ja, das und alles wird schlechter und so weiter und so fort. Und klinke dich da nicht ein, schimpfe auch nicht über die Regierung, obwohl sie bestimmt viele Dinge falsch macht. Ich sag dir, mach einen Unterschied, sei ein Hoffnungsträger. Wir dürfen und sollen auch für Menschen beten und auch für die Regierung beten, dass sie Weisheit hat, richtig zu entscheiden. Auch wenn sie Gott vielleicht gar nicht mag oder nicht mit Gott unterwegs ist. Wir sollen aber wirklich für sie beten, dass sie Weisheit hat. Und ich sag dir, sei ein Hoffnungsträger und nicht ein Klagender. Und bei all den vielen Dingen, die dir nicht gefallen, ja, wir leben trotzdem noch auf einer Goldinsel. Wenn man außenrum schaut, ist es noch viel, viel schlimmer. Ja, und ich sag dir, Jesus brachte Hoffnung den Hoffnungslosen. Und in uns wohnt Jesus. Bring dieser Welt Hoffnung. Sei ein Ermutiger für andere, die brauchen es. Und Menschen brauchen dich, weil in dir Jesus wohnt. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass wir ein Hoffnungsträger sein dürfen. Jeder, der zuschaut, Herr, dass wir nicht in das Jammerlied, Herr, der Menschheit irgendwo uns einreihen, sondern dass wir wieder sagen, ja, und es gibt trotzdem eine Lösung, auch wenn ich sie nicht kenne. Gott hat eine Lösung. Mit Gott geht es weiter. Herr, wir dürfen auch alle segnen, Herr, Herr, die vielleicht gar nicht christlich unterwegs sind, aber Herr, dass sie Weisheit bekommen, göttliche Weisheit. Wir dürfen für sie beten. Danke, Herr. Amen. Amen. Und wir möchten wieder für Menschen beten, die uns ihr Anliegen zugesandt haben. Um Gebet für ihre Zähne bittet eine Frau. Sie schreibt, hallo zusammen, ich hatte eine Zahnspange. Diese hatte ich ungefähr 2 Jahre. Jetzt hat sich aber das meiste wieder verschoben. Ich brauche Gebet für meine Zähne. Vielen Dank. Und das tun wir gerne. Jesus, wir danken dir, dass du diese Frau kennst, die so Probleme hat mit ihren Zähnen, wo sich alles verschoben hat und Kiefer und was auch immer, aber du weißt es. Und wir danken dir, Jesus, dass du eingreifst, dass du diese Zähne berührst und diesen Kiefer und all das wieder in Ordnung bringst, wieder herstellst in deine göttliche Schöpfungsordnung. Und wir danken dir dafür, dass du der Heiler bist und dass du der Korrekteur bist bei diesen Zähnen und Kiefer. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau bittet für ihren Mann um Gebet. Es geht um Herzbeschwerden. Meinem Mann geht es sehr schlecht. Sein Blutdruck ist nicht in den Griff zu bekommen. Die Werte sind total schwankend und er hat Probleme mit seinen Beinen und Herzschmerzen. Die Medikamente scheinen nicht mehr zu wirken. Bitte betet ganz dringend für ihn. Ich mache mir total Sorgen. Einen Arzttermin bekommt man immer nur mit tagelanger Wartezeit. Ganz herzlichen Dank. Ja, und bei Jesus müssen wir nicht warten. Da können wir sofort kommen und das tun wir jetzt auch. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Mann kennst mit seinen Blutdruckproblemen, die rauf und runter gehen. Und ich danke dir, dass da Stabilität hineinkommt in diesen Blutdruck, in dieses Herz, dass es wieder ganz normal schlägt oder arbeitet. Wir danken dir dafür, Jesus. Auch die Probleme in den Beinen, dass das aufhört. Das hängt alles damit zusammen.
gekommen und ich danke dir, dass du die Ursache beseitigst. Danke, dass du eingreifst und dass du der Herr bist, der heilt, und das wissen wir, und ein Gott, der Wunder tut. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür, für diese Heilung, für dieses Herz. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Und ein Mann bittet um Gebet wegen heftiger Schmerzen. Ich habe seit circa 4 Jahren ein Taubheitsgefühl im linken Kniebereich und oft ein Schmerzgefühl im Bein. Jetzt ist noch ein heftiger Schmerz im rechten Schulterbereich dazugekommen. Ich will nicht aufgeben. Bitte betet für mich. Danke. Was für eine tolle Aussage. Ich will nicht aufgeben. Und wir machen uns eins und beten dafür. Danke, Herr. Du kennst diesen Mann, Herr, mit den Schultern und Knie und Beine, wo die Beine schmerzen. Und ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr. Herr, danke. Bring Heilung hinein, Herr, dass diese Schmerzen weichen und auch die Ursache, Herr, beseitigt wird, dass die Knorpel wieder funktionieren oder was da ist, oder die Nerven, sprechen wir wieder, dass sie richtig funktionieren, dass die Taubheit weggeht. Herr, danke, Herr. Schenk eine komplette Heilung und eine totale Liebe diesem Mann. Danke. Amen. Amen. Und eine Frau bittet für ihre Schwester um Gebet. Sie schreibt Folgendes. Meine Schwester hat eine völlig kaputte Halswirbelsäule mit Bandscheibenschäden und vorzeitiger Abnutzung. Eine vererbte Sache. Sie hat Nervenschmerzen und eine schwere Operation steht im Raum. Danke, Herr, dass du genau da eingreifst. Herr, dass jeder Muskel, Herr, jede Bandscheibe, Herr, alles, was da drin ist, Knorpel, und Herr, wir sprechen auch in deinem Namen den Nerven wieder richtige Funktion zu, und dass diese Schmerzen verschwinden und alles, Herr, was irgendwo abgenutzt ist, Herr, dass es, ja, dass es neu wird, dass es einfach funktioniert und dass die Schmerzen verschwinden und alles wieder heil wird. Wir glauben, dass auch du etwas tun kannst, wo Abnutzung ist, dass Heilung hineinkommt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und Gott hat schon vielen Menschen geholfen, und das, was er schon einmal getan hat, kann er auch wieder tun, und das kann er auch bei dir tun. Und so wie dieser Mann vorhin geschrieben hat, gib nicht auf. Und wir wollen einige Zeugnisse hören, auch heute wieder. Und eine Frau schreibt uns im Chat, der Rücken von meinem Mann ist wieder in Ordnung, danke. So ganz einfach. Und eine Ehe wird verändert. Folgendes Zeugnis erreichte uns. Hallo, liebes Gebetsteam. Zuerst möchte ich euch sehr danken für euren Dienst. Ich möchte Gott dafür danken, dass er in meiner Ehe Heilung schenkt. In den letzten Wochen und Monaten spüren mein Mann und ich eine Veränderung. Ist das nicht wunderbar? Gott heilt auch Ehen und Familien. Ein anderes Zeugnis, Blutungen hörten auf nach Gebet. Eine Frau schreibt uns, liebes Team vom Missionswerk, nachdem ihr für mich gebetet habt, haben meine Blutungen aufgehört und ich fühle mich wieder richtig gut. Ich habe bald ein Vorstellungsgespräch und bin voller Energie. Halleluja, danke Jesus. Danke euch für euren wunderbaren Dienst und die Liebe für die Menschen, und herzliche Grüße. Das ist doch schön. Eine andere Frau schreibt uns, ich bin so glücklich, heißt es in folgender Gebetserhörung. Danke für euer Gebet. Mein Auto ist heute ohne Beanstandung durch den TÜV gekommen. Danke Gott, ich bin so glücklich. Für Gott ist nichts unmöglich, schreibt sie. Ja, und Gott kümmert sich eben um alles, auch um kaputte Autos. Gebet für eine Schwangerschaft wurde erhört, schreibt uns da jemand. Liebes Missionswerk, letztes Jahr habt ihr für meine Tochter gebetet, für ihre Schwangerschaft. Gott hat ihr eine gesunde, muntere Tochter geschenkt, inzwischen 3 Monate alt. Wir sind ihm und euch sehr dankbar. Liebe Grüße. Und was für eine Freude, wenn Gott eingreift.
Wie wunderbar, wieder solche Zeugnisse zu hören. Es ist einfach wunderbar, was Gott tut, dass Kinder richtig munter und gesund auf die Welt kommen. Und technische Sachen und was auch immer. Ich sag dir, hast du was erlebt? Lass es uns wissen. Wir würden es gerne hier vorlesen. Ja, ich möchte dir heute den Tipp geben, nimm dir mal vor, wen du als nächstes ermutigen kannst, Hoffnung bringen kannst. Sag, ach, der braucht das nicht und der auch nicht. Und was denkt er nur? Ich sag dir, versuch es. Bring jemand Hoffnung. Nicht irgendwo, ich bin mit der Eins, alles geht den Berg runter. Nein, bring jemand Hoffnung. Es wird dich selbst aufbauen. Und wenn du Gebetshilfe brauchst, darfst du uns gerne dein Gebetsanliegen schicken. Und wir beten auch gerne für dich. Ja, und auch unser neues Magazin ist wieder da mit dem Titel Mein Gott ist größer. Und ich sag dir, wenn du das noch nicht hast, du kannst es kostenlos abonnieren. Geh einfach auf unsere Webseite und bestelle es. Schön, dass du dabei warst und wir verabschieden uns für heute und wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.